Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmittag auf der L3225 zwischen Niederbeisheim und Wischte, bei dem eine 60-jährige Frau aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg tödlich verletzt wurde. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Malsfeld war in Richtung Wischte unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und frontal mit dem PKW eines Ehepaares aus Alheim zusammenstieß. Die 60-jährige Fahrerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 63-jährige Ehemann und Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Melsungen eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf ca. 11.000 Euro geschätzt wurde. Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Landstraße war bis ca. 15.45 Uhr voll gesperrt.